Unter der Kunst der Improvisation in der Musik versteht man gemeinhin etwas noch nicht Dagewesenes in dem Moment, in dem es erklingt, neu überhaupt erst zu erschaffen. Ganz interessant finde ich da Mark Twains Zitat: Um den Zufall herbeizuführen, benötigt es viel Vorbereitung. Und ganz besonders spannend und auch sehr passend finde ich das Feld der Orgel- oder auch Chorimprovisation. In der Chorimprovisation sind viele Leute zusammen und musizieren gemeinsam, improvisatorisch. Wie kann das gehen? Es ist so, dass ein Rahmen abgesteckt wird und in diesem Rahmen herrscht völlige Freiheit. Aber nicht darüber hinaus. Das ist recht wichtig. Meist sind die Berührungsängste sehr groß, aber mit der Zeit gibt sich das. Und am Ende überwiegt die große Freude über ein gelungenes musikalisches Ergebnis. Es ist so, dass ein Komponist oder eine Komponistin eine Art Anweisung gibt, die die Art und Weise beschreibt, wie man improvisiert. Das heißt, die diesen Rahmen vorgibt. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass eine Gruppe, die das Tonmaterial bekommt, lüha, lüha, und eine weitere Gruppe, lüha, lüha, lüha. Und die erste Gruppe könnte dann zum Beispiel die Melodik verändern oder einfach die Geschwindigkeit, lüha, lüha, und jeder für sich selbst. Und der Dirigent oder die Dirigentin ist gefragt, das Ganze in ein großes Ganzes zu gießen, zusammenzuhalten. Und ich würde Sie jetzt einmal einladen, ein paar Freiwillige zu nehmen und mit diesen gemeinsam in einen Tunnel zu gehen oder eine Kirche und folgenden Anfang eines Chorals in unterschiedlichen Tempi zu singen. Und zwar: Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Und ich kann versprechen, das wird interessant. Und wer jetzt von Ihnen die Möglichkeit hat, an so einem Projekt in Ihrer Umgebung einmal teilzunehmen, dem kann ich nur sagen, machen Sie mit, es lohnt sich.